Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute mehrere Anträge vorliegen. Zwei Fraktionen beantragen eine Subsidiaritätsrüge. Das sind die FDP und die AfD. Ihre Anträge sind gleichen Inhalts. Sie beantragen dies, weil Sie der juristischen Auffassung sind, dass die von der Kommission vorgeschlagene Vertragsgrundlage Artikel 352 nicht ausreicht. Falsch ist auf jeden Fall nicht ausreichend für den Währungsfonds. Der juristische Dienst der Kommission sagt hingegen, dass diese Flexibilitätsklausel eine gute Grundlage sei. So, das soll vorkommen, dass es zu einem Gegenstand zwei juristische Auffassungen gibt. Das ist schon ab und zu vorgekommen. Diese unterschiedlichen juristischen Auffassungen zeigen uns doch den politischen Spielraum auf, in dem wir politisch zu entscheiden haben. Also, worum geht es eigentlich inhaltlich? Worum geht es in diesem Vorschlag der Kommission inhaltlich? Erstens geht es um stärkere demokratische Rechenschaftspflichten des Rettungsfonds gegenüber dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten. Zweitens geht es um einen Backstop der Bankenunion. Über den haben wir gestern in der Aktuellen Stunde schon ausführlich diskutiert. Zu den Rechenschaftspflichten. Die Europäische Kommission schlägt vor, raus aus den Hinterzimmerverhandlungen zur Euro-Rettung, rein in die Parlamente. Die FDP ist da dagegen. Wenn es Ihnen, Herr Dürr, um die Bundestagsrechte geht, wenn es Ihnen um die Bundestagsrechte geht und die Abstimmungsverfahren, dann machen Sie doch eine Stellungnahme im Haushaltsausschuss, wie es Herr Rehberg ja schon gesagt hat. Da sind wir sogar bei Ihnen. Aber dann ist doch die Subsidiaritätsrüge das komplett falsche Mittel. Eindeutig. Also, außerdem will die FDP in ihrem Antrag, den Sie ja noch zusätzlich gestellt haben, die Kontrolle über die Einhaltung des Stabilitätspakts von der Europäischen Kommission an den ESM übertragen. Erstens braucht man dafür eine Vertragsänderung, Herr Dürr. Müssen Sie mir mal erklären, wie man die Vertragsänderung dafür hinbekommt. Zweitens müssen Sie mir mal erklären, warum die Finanzminister untereinander, die sitzen ja im Gouverneursrat, warum die untereinander kritischer sein sollen als die Europäische Kommission. Da wird doch das Prinzip gelten, eine Krähe sticht der andere nicht das Auge aus. Ist doch total unlogisch, was Sie da vorschlagen. Aber vor allem dritter Punkt, dieses Verfahren würde weniger Transparenz bedeuten, weniger parlamentarische Rechenschaft und weniger demokratische Kontrolle. Die FDP schlägt uns also heute zweimal vor, weniger Transparenz, weniger parlamentarische Kontrolle, weniger europäische Demokratie. Und da sagen wir Grüne klipp und klar Nein und Nein. Und wir lassen es auch nicht zu, wenn hier einige versuchen, den Bundestag gegen das Europäische Parlament auszuspielen. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir sind für eine Partnerschaft der Parlamente, um die Regierungen gut zu kontrollieren. Wir sind für ein transparentes, demokratisches Europa, und deswegen sind wir eindeutig gegen Ihre Anträge. Und, liebe FDP, letztlich geht es hier aber um mehr. Bei Ihrem Dreikönigstreffen schwärmte Herr Lindner mal wieder von Macron. Macron will mehr wirtschaftliche Stabilität, soziale Kohärenz, mehr gemeinsame Außenpolitik und mehr Demokratie. Sie bejubeln Herrn Macron, aber sobald es konkret wird, kommt von Ihnen nur ein Nein. Nein, Währungsfonds, Bankenunion, Stabilisierung, Demokratisierung, Nein von der FDP. Liebe FDP, Sie müssen sich jetzt mal entscheiden, auf welcher Seite stehen Sie? Wollen Sie in Zukunft weiter Steilvorlagen für die AfD liefern, oder wollen Sie endlich mit Macron gemeinsam nach vorne Europa gestalten? Das ist die Frage, um die es hier heute geht. Und wir sind da ganz klar. Wir wollen nach vorn, und zwar europäisch. Nächster Redner ist der Abgeordnete Alois Rainer für die CDU-CSU.